Singen ist schon ziemlich einzigartig. Vielleicht wird unsere Stadt ja deshalb auf der Autobahn A81 schon weit vor Stuttgart angekündigt. Klar, Singen ist keine Weltstadt. Noch wohnen hier knapp unter 50.000 Menschen. Man kennt sich und den Hohentwiel. Deshalb heißt unsere Stadt Singen am Hohentwiel. Ein Vulkan mit einer Festung. Ohne Drache, aber dafür mit dem höchsten Weinberg Deutschlands. Schon Scheffels Eckehart blickte von hier in den Hegau und die Alpen. Auch der Bodensee ist zu sehen. Unsere Ach fließt dorthin. Auch die Schweiz ist nur ein Katzensprung entfernt. Und die Schweizer lieben Singen. Nicht nur unsere tollen Einkaufsmöglichkeiten. Das Shopping-Erlebnis ist dabei so vielfältig wie wir selbst. Bürger aus über 100 Nationen wohnen in unserer Stadt. Denn Integration ist in Singen nicht nur ein Wort. Das Leben hier und in unseren 6 Ortsteilen macht Spaß. In Schlatt unter Krähen. In Hausen an der Aach. In Friedingen. In Beuren an der Aach. In Bohlingen. Und in Überlingen am Ried. Hier lässt sich leben. Einfach mal in unserem Stadtpark entspannen. Die Gastronomie und Ausgehmöglichkeiten genießen. Und die vielen Sport- und Freizeitangebote individuell mit Freunden oder im Verein erleben. Stillstand ist nicht unser Motto. Wir sind geradeaus. Und müssen uns nicht verbiegen wie unsere Bundesliga-Turner. Immer mehr Menschen entdecken unsere Stadt als familienfreundlichen Lebensraum. Kinder fühlen sich bei uns schnell zu Hause. Auch dank der 28 Kindertageseinrichtungen. Singen ist im Takt. Und bei uns brummt es gewaltig. Nicht nur samstags auf dem Wochenmarkt, dem neuen freien Platz an der Herz-Jesu-Kirche. Man reibt sich die Augen, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. An allen Ecken wird gebaut. Wohnungen, Einkaufscenter, Firmengebäude, der neue Wertstoffhof im Sinne der Nachhaltigkeit und vieles mehr. Auch die Alu baut. Sorry, heute heißen die drei Unternehmen ja Constellium, Amcor, 3A Composite. Doch in Singen gibt es mehr. Mehr als Maggi und Ravioli. Tolle Firmen. Eine starke Industrie. Intensive Forschung und Entwicklung. Familiengeführte Global Player. Ein verlässlicher Mittelstand. Und eine innovative Handwerks- und Dienstleistungsszene. Auch dank der 26.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Singen Chancenstandort.
Wer weiß schon, dass eines der weltweit am häufigsten benutzten Medikamente in Singen hergestellt wird? Und im Singener Süden soll sogar ein Impfstoff gegen das Denguefieber für die ganze Welt produziert werden. Übrigens, gegenüber soll Singens Gewerbegebiet Tiefenreute erweitert werden. Trotzdem müssen wir in Singen noch viel lernen. Wir sind hier gerade einmal ein bisschen älter als 100 Jahre. Als Stadt quasi erst den Kinderschuhen entwachsen. Gut, dass wir so toll ausgestattete Schulen haben. 4 Gymnasien, eine neue Gemeinschaftsschule, insgesamt eine Vielfalt von 18 Schulen und die Bildungsakademie der Handwerkskammer Konstanz. Ja, sogar neuerdings ein Schülerforschungszentrum. Nicht wenige meinen gar, Singen sei der Kulturstandort zwischen Stuttgart und Zürich. Bei uns findet man Kunstwerke gleich reihenweise im öffentlichen Raum. Natürlich lieben wir auch das Museum Art & Cars. Und das gleich doppelt. Das bunte Programm in der Gems und das Theater Die Färbe. Die Stadthalle, eines der vielseitigsten Veranstaltungszentren der Region. Das Kunstmuseum mit seiner bedeutenden Sammlung zu über 100 Jahren Kunstgeschichte am Bodensee. Das archäologische Hegau-Museum mit etwa 15.000 Jahren Lebensgeschichte der Menschen in Hegau. Die Bücher- und Medienvielfalt unserer städtischen Bibliotheken. Mit den vielen Angeboten rund um das Thema Lesen und lebenslanges Lernen. Das Strato Zero und die Galerie Vaihinger. Auch schätzen wir unseren Da Vinci. Aber der steht im Hegau-Klinikum und ist ein technisches Meisterwerk im Dienste der Gesundheit. Natürlich sind unsere Jüngsten bei uns bestens behütet. Und beim Trauern und Sterben lassen wir im Krankenhaus und im Hospiz niemanden allein. Zugegeben, einen Flughafen haben wir nicht. Aber Singen liegt an der IC-Strecke von Stuttgart nach Zürich. Aussteigen lohnt sich. Nicht nur wegen des 150 Meter langen Bussteigdaches. Auch Deutschlands modernstes Einkaufscenter, das Kano, wurde im Dezember 2020 eröffnet. Wer glaubt in einer Großstadt, der irrt. Vielmehr in Singen am Hohentwiel.